Hallo, mein Name ist Jim Panzer und in diesem Battlefield 4 Einsteiger-Tutorial schauen wir uns einmal auf der Testrange die Bodenfahrzeuge an. Also alles, was man hier einfach mal so ein bisschen ausprobieren kann. Wir fangen natürlich mit dem spannendsten Teil an. Das ist hier die M142, also sprich der mobile Artilleriewerfer bzw. das mobile Raketenabschussfahrzeug schlechthin. Ich habe für das Ding noch nichts freigeschaltet, obwohl ich damit schon ein bisschen durch die Gegend gefahren bin. Und auch hier hat man erst diesen Bug, den es momentan noch gibt, dass man sich mit der rechten Maustaste nicht umschauen kann, wenn man hier direkt im Fahrzeug drin ist. Ich klicke dazu einmal auf die C-Taste, um in die Außenansicht zu gehen. Und auch hier seht ihr wieder meine wunderschöne Lackierung. Und dann wieder in die Innentaste. Das ganze Ding ist, wie ihr gerade in der Außenansicht gesehen habt, schon ein Zweisitzer, mit dem man sich hier auch so ein bisschen bewegen kann. Und die Besonderheit von diesem Fahrzeug ist natürlich die zweite Position. Also sprich der eigentliche Gunnerplatz, wenn man so will. Ich parke jetzt hier mein Fahrzeug mal in einer etwas vorgelagerteren Position hier, drücke auf F2 und bin dann jetzt hier in der Außenansicht. Ich klicke jetzt hier mal absichtlich relativ schnell drauf, gehe jetzt wieder in die Innenansicht, beziehungsweise jetzt hier die Außenansicht, damit man das mal so sieht, wie da vorne gerade die Raketen runtergekommen sind. Und weil es so schön war, wiederholen wir das Ganze nochmal. Das ist eine Waffe, die man auf keinen Fall unterschätzen darf, denn sobald ihr auf der Map gespottet seid, seid ihr für so ein Fahrzeug ein richtiges Kanonenfutter. So, schnell in die Außenansicht und dann hier wieder rein und da seht ihr, wie das ganze Zeug runterkommt. Hiermit kann man Fahrzeuge sehr präzise angreifen und diese mobile Artillerie wird von vielen immer so ein bisschen belächelt bzw. gerne mal unterschätzt und ich glaube, das ist ein richtiger Nachteil für alle von denen, die sich damit bisher noch nicht auseinandergesetzt haben. So, jetzt hier wieder Außenansicht. Es setzt natürlich voraus, dass man hier sich auch ein bisschen mit dem Fahrzeug auseinandersetzt. Jetzt gehen wir wieder in die Außenansicht, um das zu gucken und hier könnt ihr sehen, wie ihr mal eben dieses komplette Gebäude da zerlegt habt. Und ich gehe mal davon aus, dass wir dieses Gebäude komplett einreißen können. Ich habe es jetzt im Vorfeld nicht ausprobiert, wenn wir hier mehrere Luftstrikes hintereinander kurz machen. Na gut, es bleibt gerade noch stehen, aber ihr könnt euch vorstellen, durch diese Explosionskraft, die ihr hier da vorne ausrichten könnt, da bleibt nicht viel Leben. So, Redeploy, Quatsch, nicht Resum, Redeploy, um mal eben kurz sich in das nächste Fahrzeug rein zu beamen. Das wäre dann hier das Quadbike, das kennen wir alle. Das Quadbike ist natürlich von mir auch schon vorgestellt worden, vorhin in einem anderen Video oder in einem anderen Video, das ihr vorher schon gesehen haben solltet. Auch hier wieder Außenansicht, ich habe ja schon ein bisschen was dazu gesagt. Und mit F2 auf die 2 auf die andere Position, indem man hier wiederum eine schöne Rundumsicht hat. Quadbikes kennen wir seit Banda Desert und dem entsprechenden DLC, das damit reingekommen ist. So, ich redeploy mich mal eben, um mir die anderen, ich sag jetzt mal, spannenderen Fahrzeuge uns anzuschauen. Das hier ist ein, ich sag jetzt mal, neues Fahrzeug, beziehungsweise ein alter Bekannter. Das ist, hat einfach nur einen anderen Namen, soweit ich das weiß. Der Jeep, also einfach nur ein schnelles Transportmittel für bis zu 3 Leute, hat eine 50mm Kanone hier hinten mit drauf, mit der man natürlich auch ordentlich Damage austeilen kann. Das heißt, man ist hier nicht wehrlos. Und ihr kennt das selber, das hier ist das Markenzeichen der Suicide Buggy Squad. Leute rund um Fabian Siegesmund, die einfach nur hier C4 dran pappen, um damit Gegner anzugreifen. So, wir gucken uns, ich will ein bisschen beschleunigen, damit wir jetzt hier aufgrund der Masse uns auch noch die anderen Dinger eben angucken können. Das hier ist ein neues Fahrzeug. Das ist jetzt hier so ein kleiner LKW bzw. so ein kleiner Truppentransporter. Hier habt ihr auch wieder die Möglichkeit, schnell euch zu bewegen bzw. das Ding ist schon etwas lahmarschiger, wenn man es mal genau nimmt. Auch er hat wieder oben drauf eine Kanone, wo er sich auch gegen Luftfahrzeuge gescheit wehren kann. Und wie in allen anderen Fahrzeugen auch, das darf man auf gar keinen Fall vernachlässigen. Also diese Geschütze machen mitunter jetzt so viel Schaden, dass es wirklich gefährlich ist für einen Helikopterpiloten, sich über so ein Fahrzeug drüber hinweg zu bewegen. Ich mag diese Fahrzeuge auf der einen Seite sehr gerne, weil sie eine sehr große Power gegenüber Luftfahrzeugen allgemein haben. Und dann wiederum mag ich sie nicht so gerne, weil sie sehr anfällig sind gegenüber beispielsweise RPGs oder auch gegnerische Panzer. Das heißt, ich bin mit einem Schuss komplett rausgeballert worden und macht nicht wirklich Spaß, sich damit auf der Karte erwischen zu lassen. So, wir redeployen mal eben kurz. Direkt in das nächste Fahrzeug. Die haben wir uns schon angeschaut. Das ist der LAV. Den kennen wir natürlich auch. LAVs kenne ich persönlich seit, ich sag mal, Scene Crossing. Da ist es mir am präsentesten gewesen. Das ist ein Fahrzeug für den Häuserkampf richtig gut geeignet. Außerdem natürlich auch ein sehr extrem schnelles und wendiges Fahrzeug. Außerdem, meine ich, ist es auch ein Amphibienfahrzeug. Das heißt, dass man hier schön sich am Boden bewegen kann. Und hat natürlich hier eine extrem große Feuerkraft gegenüber anderen Fahrzeugen überhaupt. Das heißt, das ist ein Ding, das man auch nicht unterschätzen darf.
darf. Ich habe auch hier wieder verschiedene Waffenslots, die ich in einem ersten Tutorial oder in einem der ersten Videos schon gezeigt habe, die man hier auswählen kann. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, sich auch gegen Luftfahrzeuge zu wehren oder auch mit zielgerichteten Raketen zu bestücken, um da richtig Fofo zu machen. Außerdem seht ihr, ihr habt 6 Plätze. Das heißt, hier kann man in einem sehr stark gepanzerten Fahrzeug doch sehr schnell von A nach B vorrücken und sein Squad vorsichtig an eine bestimmte Position zu bringen. So, jetzt fahren wir mal hier kurz in das Wasser rein, weil es so viel Spaß macht. Und ihr seht, das ist ein Amphibienfahrzeug. Auch die Anti-Air ist, soweit ich das noch im Kopf habe, ein Amphibienfahrzeug und ist damit damit ist man dann zum einen in der Möglichkeit, seine Gegner zu umschwimmen bzw. am Wasser zu umfahren, als auch seine Gegner hinterrücks anzugreifen. Das heißt, man wird hier nicht nur Wasserfahrzeugen gefährlich, sondern man kann hier natürlich auch, weil keiner damit rechnet, eine kleine Strecke außen rundherum fahren, beispielsweise auf dieser Map. Und dann die Gegner von der Rückseite angreifen. Es ist ein Teil, das viele Leute ein bisschen vernachlässigen und das Gerät wird häufig nur auf der auf dem Land genutzt. Ich persönlich finde das etwas schade, wobei man natürlich auf dem Wasser sagen muss, man ist da schon ein bisschen wie eine kleine schwimmende Zielscheibe. So, das nächste Fahrzeug kennt ihr auch alle, das ist der Tank. Ich spawn hier mal eben kurz rein. Der Tank ist natürlich genau wie in Battlefield 3 auch wieder eine fahrende Festung. Die Details, in denen die sich unterscheiden, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Tankfahren muss man lernen, ansonsten wird man hier relativ schnell von der Karte geputzt. Ansonsten ist dazu nur noch zu sagen, dass einem diese Primärwaffe, also diese, sprich diese, keine Ahnung wie viel Millimeter Kanone, mit der Standardmunition richtig Damage macht und das ist natürlich eine Waffe, mit der man ordentlich aufräumen kann. Der Tank sollte meiner Ansicht nach andere Tanks angreifen und natürlich auch dafür sorgen, dass man ein, ich sag mal, ernstzunehmender Gegner hier mitten auf dieser Map ist. Wichtig für euch zu wissen ist, dass der Tank natürlich verschiedene Hitpositionen hat. Ich weiß gerade den perfekten Namen dafür nicht. Das heißt, wenn ihr eine RPG von der Rückseite kassiert, also sprich euch eine RPG von der Rückseite trifft, dann bekommt ihr sofort einen Mobility-Hit, was bedeutet, dass ihr euch für eine bestimmte Zeit lang nicht mehr mit voller Geschwindigkeit bewegen könnt. Extrem schwierig, bedeutet also für euch, die Rückseite des Panzers solltet ihr immer richtig stark im Auge behalten und richtig gut decken. Sprecht euch da am besten auch mit eurem Squad ab, beziehungsweise mit eurem Team. So, nächste Fahrzeug ist die Anti-Air. Das ist das Ding, das jetzt momentan zum Start von Battlefield 4 sowas von overpowered ist. Ich kann es nicht anders sagen. Das Ding macht einfach Schaden ohne Ende gegenüber Luftfahrzeuge und ist für mich eine richtige Pest. Wir gehen jetzt hier mal kurz drauf, greifen hier diese Drohne an und auch wenn es jetzt gerade erstmal nicht so stark aussieht, Luftfahrzeuge wie beispielsweise Helikopter etc., die kotzen momentan im Strahl. Das ist einfach sowas von overpowered, dieses Fahrzeug. Es ist schnell, es ist wendig, es ist stark gepanzert. Das heißt, man kann es nicht mal eben so abschießen. Also nicht mal eben so von der Map blasen, ja. Und dann habt ihr zusätzlich auch noch, das will ich euch gleich eben zeigen, sobald ich hier die nächsten Drohnen sehe, ihr habt hier dann auch noch die Möglichkeit, jetzt fahre ich hier vor dieser scheiß Fahne, scheiß die Wand an, ey, die Möglichkeit hier mit lasergelenkten Raketen anzugreifen. So, hier ist es gespawnt. Ich habe hier 2 Raketen am Start, schieße die mal eben raus und ihr seht es hier selber, zack, das Ding ist mal eben down. Ansonsten würde ich behaupten, wenn diese Primärkanone nicht ganz so stark wäre, auch gegenüber Bodenfahrzeuge, könnte man mit diesem Ding relativ gut umgehen. Aber jetzt momentan ist dieses Fahrzeug einfach die Pest. Man greift hiermit einfach alles, was man zur Verfügung hat, an und die Reichweite ist wirklich unter aller Sau. Ihr seht es hier selber, ich bin hier gerade schön im Zoom-Modus mit drin und habe hier die Möglichkeit, diese Drohne auf diese Distanz nochmal eben anzugreifen. Genau das gleiche gilt natürlich auch für irgendwelche Wasserfahrzeuge. Damit ist dieses Gerät hier momentan die stärkste Waffe oder das stärkste Fahrzeug meiner Meinung nach in Battlefield 4. Die absolute Seuche und man kann hier natürlich gerade im Moment richtig gut Punkte machen. Kleiner Hinweis. Auf der anderen Seite geht es mir gerade schwer auf den Sack. Das heißt, wenn ihr dieses Fahrzeug hier seht als Infanterist und ihr seid in der Lage, das anzugreifen, ja, macht es immer. Und sei es, dass ihr mit eurem scheiß Schweißbrenner da hinläuft und macht es kaputt. Was jetzt hier natürlich nicht geht, weil es mein Fahrzeug ist. Ihr versteht, was ich meine. Ich redeploye und wir schauen uns noch das letzte Fahrzeug an, beziehungsweise vorletzte. Nee, es ist das letzte. Das ist der Amtrak. Der ist natürlich aus Battlefield 3 auch bekannt aus dem Rush-Modus. Ist ein mobiler Spawnpunkt, extrem gepanzert, hat hier mehrere Positionen, beziehungsweise kann auch wieder mehrere Leute transportieren und ist damit natürlich ein Truppentransporter, den man hier nicht unterschätzen darf. Auch er hat hier oben drauf wieder eine
eine spezielle Waffe. Das hier ist so ein Art Granatwerfer, der so Explosivmunition abballert und ist damit eine Waffe, mit der man bei den Gegnern richtig Schaden machen kann. Bei dem Amtrak muss man sich eigentlich nicht so die großen Gedanken um Schaden machen, weil das Ding ist richtig fett gepanzert und ihr seht es hier gerade selber, aufgrund meines Artillerieangriffs vorhin kracht jetzt dieses Gebäude hier fast komplett zusammen und ich glaube, wenn wir ihm hier mal eben den Rest hier geben, müsste der Rest auch noch eben einstürzen. Ich weiß nicht genau, bin da jetzt gerade nicht im Thema, was man hier jetzt alles einballern kann oder ob das jetzt hier so stehen bleibt oder auch nicht, aber darum geht es jetzt hier in diesem kleinen Einsteiger-Video erstmal gar nicht. Der Amtrak ist, wenn ihr ihn seht, als Gegner eine der schwierigsten Fahrzeuge überhaupt, weil man hier richtig Schaden machen muss, um das Ding lahmzulegen und auszuschalten. Und wichtig dazu zu wissen ist natürlich, es ist ein mobiler Spawnpunkt. Das heißt, wenn das Fahrzeug bei euch kurz vor der Base steht, können hier innerhalb kürzester Zeit sehr viele Infanteristen spawnen. So, wir gehen nochmal ganz kurz in den Redeploy-Modus, ob ich was vergessen habe. In die Übersicht. Nein, ich glaube, ich habe hier kein Fahrzeug vergessen. Das nächste, was man sich jetzt angucken müsste, wären die verschiedenen Klassen, um da nochmal einen kleinen Überblick zu bekommen. Mein Name ist Jim Panzer und falls ihr irgendwelche von diesen Einsteiger-Videos verpasst haben solltet, schaut euch das auf Commander Kriegers Kanal nochmal genau an. Da gibt es eine Playlist mit allen Videos von mir oder auf meinem eigenen Kanal findet ihr natürlich auch eine Playlist von den Videos, die ich bei Commander Krieger hochgeladen habe. Mein Name ist Jim Panzer, ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich in meinem nächsten Video. Bis dann, macht's gut, habt eine schöne Woche. Bis dann. Ciao, tschüss.